Hallo und herzlich willkommen zu Sascha Let's Build, lasst uns basteln. In den nächsten Minuten möchte ich euch zeigen, wie ihr mit einfachen Mitteln eine solche Tragehilfe für Becher, Flaschen oder Gläser basteln könnt. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, bleibt dran! Es gibt verschiedene Methoden, wie ihr eine Skizze auf das Holz übertragen könnt. Ihr könnt sie auf Papier ausdrucken und mit Sprühkleber aufleimen, ihr könnt sie mit Kohlepapier auf das Holz abpausen. Ich habe mich für die Methode entschieden, die Skizzen auf DIN A4-Etiketten zu drucken und diese direkt auf das Holz zu kleben. Bei dieser Methode habe ich zumindest das Gefühl, dass das Holz beim Sägen weniger stark ausfranst, da der Aufkleber die Holzoberfläche stabilisiert. Die beiden Platten für die Tragehilfe bestehen aus 6 mm Sperrholz, das bei irgendeinem anderen Projekt mal als Reststück übrig geblieben ist. Die Löcher für die Kaffeebecher säge ich an der Ständerbohrmaschine mit einem Kreisschneider aus. Um zu verhindern, dass das Holz ausreißt, werden die Löcher von der Oberseite halb angefangen und dann von der Unterseite beendet. So bekommt man auf Ober- und Unterseite eine sehr saubere, glatte Schnittkante. Da ich das Brett mit einer Stichsäge ausgesägt hatte, werden die Kanten nun am Bandschleifer geglättet und eventuelle Unebenheiten bei den Rundungen ausgeglichen. Die fertige obere Etage des Getränkehalters wird nun noch einmal auf 6 mm Sperrholz übertragen, um anschließend die Bodenplatte auszusägen. Den Handgriff baue ich aus einem Reststück 20 mm Vollholz. Beim Griffloch habe ich mich entschieden, es ca. 13 cm breit und 4 cm hoch zu machen. Genau wie beim Kreisschneider wird auch das Loch mit dem Forstnerbohrer nicht in einem Durchgang durchgebohrt. Sobald die Zentrierspitze das Holz durchdringt und man sie auf der Rückseite halt erkennen kann, stoppe ich, drehe das Brett um und bohre von der Rückseite das Loch zu Ende. Dadurch entsteht eine ca. 1 mm dünne Holzplatte und beidseitig ein ganz sauberer Schneidrand. Da ich leider keinen Spindelschleifer habe, schleife ich die Innenbereiche mit einer eingespannten Bohrmaschine und einem Schleifaufsatz. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob euch bei dieser Konstruktion etwas Besonderes auffällt, außer dass ich das Ding nicht ordentlich am Tisch festgeschraubt habe. Ich verwende hier ein kleines Gimmick, das vielleicht auf den ersten Blick nicht auffällt.
Schneller als mit der Schleifmaus hätte man das Griffstück vermutlich mit einer Oberfräse und mit einem Abrundfräser schön rund bekommen. Aber spätestens bei den 6 mm Sperrholzbrettern hätte ich zur Schleifmaus greifen müssen, weil ich da die Oberfräse für zu aggressiv halte. An dieser Stelle erspare ich euch mal weiteres Videomaterial vom Schleifen. Aber glaubt mir, die meiste Zeit in diesem Projekt ist fürs Schleifen draufgegangen. Den Abstand zwischen oberer und unterer Platte habe ich so gewählt, dass die Kaffeebecher auf der unteren Platte aufsitzen und oben im Loch minimal Spiel haben. Dadurch verhindere ich, dass die Kaffeebecher sich im Loch verkeilen. Für die Abstandhalter habe ich einen alten Besenstiel in 55 mm Stücke zersägt. Diese können nun auf der oberen Platte aufgeleimt werden. In die mittleren beiden Abstandhalter bohre ich eine kleine Vertiefung mit 10 mm Durchmesser, sodass diese beiden Abstandhalter später die beiden Schrauben verdecken können, mit denen das Griffstück angeschraubt wurde. Jetzt noch den Boden anleimen und sobald der Leim trocken ist, ist die Tragehilfe auch schon fertig. Und da ist sie, die fertige Kaffeebecher-Tragehilfe. Was jetzt noch fehlt, sind ein, zwei Schichten Klarlack, damit eventuelle Kaffeespritzer keine Flecken hinterlassen. Aber ansonsten ist das Projekt soweit fertig. Ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr irgendwelche Ideen und Inspirationen hier mitnehmen konntet. Wer möchte, kann mir gerne ein Abo dalassen, damit ihr auch zukünftig keine weiteren Projekte verpasst. Dann bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen als danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.